Willkommen zur nächsten Dexter-Folge. Beim letzten Mal waren wir auf der Smaragdinsel mit Osmos Sohn, haben da eine dicke Wanze weggeklatscht mit Bomben. Danach waren wir noch in den Traumleveln, erstmal Indiana Jones und dann als zweites waren wir noch im Kampf gegen so einen Dojo-Sensei. Und jetzt müssen wir zurück zur Baustelle, weil Osmo hat uns hier hingebeten, mal gucken, was wir hier bewältigen müssen und was es jetzt hier noch Neues gibt, weil wir waren ja schon mal hier in der zweiten Mission und jetzt sieht das Ganze vielleicht auch nochmal anders aus, das Level, vielleicht gibt es neue Gegner, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. So, wir werden erstmal hier eingeladen auf den Aufzug und gucken, was uns hier erwartet. So. Und dann haben wir diesen Bauchklatscher durch das Traumlevel bekommen, in der letzten Folge. Mal gucken, was der uns so vieles bringt, wenn wir auf Wanzen runterfallen. Und wir analysieren erstmal mal die Lage. Was haben wir denn hier? Ah, nicht wirklich viel, ne? Wir müssen erstmal weiter, bis die ersten Gegner kommen. Aber das ist halb so wild. Wir sind ja mobil, klein und flink. Ups. Ich überlege gerade, ob da unten vielleicht noch irgendwas ist. Mal gucken, wir müssen mal ganz runterklettern, weil wir können mit der Kamera nicht wirklich was machen. Das ist irgendwie verdächtig. Nee, da unten ist gar nichts mehr. Vielleicht irgendein Secret mit einer Wanzenerweiterung oder so. Aber hier ist gar nichts. So. So. Okay. Also kommt man hier wieder nach oben, oder wie? Ah, okay, ist nur um zurück nach oben zu kommen. Was anderem dient das nicht? Okay, stark, okay, stark. Und wir ballern immer noch die Skorpione mit dem Flammenwerfer weg. Daran ändert sich nichts. Und ihr habt Osmo, den Bro, gehört. Wir müssen uns um die Baustelle 2 kümmern. So. Okay, das ist echt nervig hier mit der Kamera. Ich sehe gar nicht richtig, wo ich lang muss. Aber jetzt hier... Na gut, ist relativ klar. Wir müssen aber nur um hier auf die Lastenkräne und uns dann hier weiter hangeln. Gut, allzu schwierig ist das auch wieder nicht. Wir ganz gut, wenn die Kugel einsammeln, perfekt. Und dann viele Skorpios. Na, geh mal weg. Wir haben Flammenwerfer, sind die kein Problem. Ich will auch mal meinen Bauchklatscher einmal ausprobieren, um von oben auf die runter zu kommen. Ich hoffe, die weichen dann nicht einfach aus. Und das bringt überhaupt was. Und zack. So, wo bist denn du? Du kannst nur hier sein. Mein Freund. Sehr gut. Entzünde die Federn, um die Plattform zu bewegen. Okay. Interessant. Machen wir das doch mal. Aua. Mein Gott, diese dumme Biene. Oh nein, jetzt bin ich sowieso runtergefallen. Ach, Mist. Wow, ja. Jetzt muss ich den eher auch noch besiegen, der Typen hier. Mal schon. Oh, dumme Metallwanze. So. So, die Biene soll jetzt mal kommen. Boah, hab ich hier wenig Platz.
Oh, weggehauen. So, jetzt so rüben kann ich auch mal was looten vielleicht. Ja, guck mal. Wäre zu dumm gewesen, wenn hier keine Precursor-Kugeln drin gewesen wären. Wenn man hier auf die Plattform rübergekommen hätte. Kommen wäre. So, jetzt entzünden wir mal schnell. Ach nein. Einfach abgerutscht. Na, perfekt. Egal. Die Precursor-Kugeln haben wir. Das ist das Wichtigste. Das heißt, die beiden Boys, die können wir auch nochmal besiegen. Müssen nur aufpassen. Die Mutter hier ist echt. Oh, diese Schraube ist echt, echt klein. Da haben wir wenig Platz. So, komm rüber, mein Freund. Sehr, sehr gut. Ist aber so, komm mal rüber. Und an dieses Level erinnere ich mich wirklich gar nicht mehr. Also hier habe ich dann, glaube ich, nicht mehr wirklich weitergespielt. Aber eigentlich dachte ich, dass ich bei einem Bossfight das Ganze nicht mehr geschafft hätte. Also ich erinnere mich an ein Level, was noch danach kommt. Heißt, wahrscheinlich habe ich das hier einfach hier aus der Erinnerung verdrängt. Vielleicht, weil ich hier besonders schlecht war. Keine Ahnung. Oder ist aber sehr, sehr lange her, ich weiß. Und jetzt gehen wir hier mal rüber. So, zack. Wo müssen wir lang, ist die Frage. Ah ja. Die Team, die kommen hier runter. Was macht der? Richtig unfair. So. Hier unten haben wir das schon eingesammelt jetzt. Ja, ich glaube schon. Hier das für den Wanzenkampf und hier oben geht es dann weiter mit dem nächsten. Ne, noch nicht. Keiner weiteren Gegner. So. Gut, die Kugel haben wir auch bekommen. Habt ihr das gesehen? Der Bauchklatscher macht die One-Shot. Obwohl ich so ein kleiner Mann bin, nicht, wiegt nicht mal 5 Kilo wahrscheinlich. Und ich box die komplett aus dem Leben, die Chitin-Viecher. Oh. Okay, machen uns mal Gedanken, wie wir da richtig hingehen. Am besten von unten vielleicht. Dass wir die von unten nach oben besiegen. Vielleicht eine gute Idee, dann können die nicht, uns nicht umzingeln. Na komm schon. Hallo. Komm her. Ich kann nichts machen. Ich bin so unbeweglich, ich. Da kann ich nichts machen. Na egal. Mal gucken, wie wir das gescheit anstellen. Die Dinger hier wegzumachen. So, ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Timing. Aber dann kommen sie auch schon zu uns her. Und zum Glück brauchen die an der Wand hier auch nur zwei Schläge. Na komm schon. Oh. Vielleicht ist hier oben Heilung. War das knapp. Ja, also das ist ein bisschen, man finde ich, Möglichkeiten, sich da rumzuspielen, wenn die an der Wand kleben. Man kann natürlich, wenn die vorgehen, dann schnell nach vorne gehen selber, aber die haben wirklich eine sehr große Reichweite durch diese Sprünge, die die ja so halber machen. Und ich nur mit meiner dummen Fliegenklatsche, da bin ich natürlich deutlich schwächer am Start. Lassen mich sonst nicht raus, oder was? Aus unserem angeborenen Schädlingssensor sind diese Termitenhügel das Problem.
Oh, krass. Ach, krass. So. Naja, dann tun wir die 4-Minuten-Hülle mal ausschalten, ne? So, ich habe eh nur ein Leben. Der hat mir nichts Neues gegeben. Das ist nicht gut. Okay. Da oben ist noch ein Secret. Ja, komme ich so nicht hoch. Da muss ich von der anderen Seite hoch. Ein bisschen Leben als Heilung wäre echt nicht schlecht. Das wäre echt nicht schlecht. Na? Einmal hier nach oben. Da geht es dann auch noch weiter. Da wollen wir auch gleich lang. Jetzt nur noch nicht. Hallo? Was soll das denn? Na gut. So, da erstmal geholt. Terminhügel sind da oben eigentlich auch noch. So, hier hinten kann man auch lang fliegen. Und hier oben ist auch ein Hügel. Wunderbar, wunderbar. Und auch ein bisschen Heilung. Das sieht man immer gerne. Und Kugeln natürlich genauso. Und damit haben wir 500 von 1000 Kugeln. Cursor-Kugeln. Okay, dort oben waren auch noch ein paar Kugeln. Die holen wir uns alle noch. Wäre ja zu schade. Damit haben wir jetzt auch das letzte Traumlevel. Das können wir in den nächsten, wenn wir mal wieder ein kürzeres Level haben, können wir das auch dazu noch ein bisschen einbauen. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Mal, wo wir den nächsten Termitenhügel finden, nämlich dort oben. So. So. Ach nee, hier kommt man rüber sogar. Ich habe nicht gesehen. Hier kann man hochklettern und dann rüber gehen. Okay. Simple as that. Wundervoll. Und jetzt wahrscheinlich nochmal durch dieses Loch, was wir da gesehen haben. Hier kann man dann wahrscheinlich auch noch zum letzten Termitenhügel. Na gut, sparen war das jetzt nicht wirklich. Hier drüben wird es aber sicherlich nochmal Aufladungen haben. Da, komm mal, du Hornisse da. Komm her. Na? Oh mein Gott, ich brauche wirklich Pestizid, ach mein Gott, um das Ganze hier fertig machen zu können, den Hügel. Das heißt, ja, hätte doch ein bisschen sparsamer sein sollen. Naja, jetzt haben wir es. Also nochmal durch den Schacht. Was soll's, was soll's. So, die Hügel haben wir auch. Und damit haben wir auch wieder Zugang zum Ausgang. Ja, eine Menge Kugeln hier tatsächlich. Aber ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht zu viel verpasst, sondern es gibt auch noch ein paar Wanzen, die wir besiegen können. Vielleicht können wir am Ende jetzt hier nochmal ein paar absahnen. So, wir müssen auch nur noch hier nach oben. Zum Aufzug. Den erreichen wir hier. So, mein lieber Aufzug. Komm mal her.
bringe ich raus aus diesem Loch. Und Abfahrt aufs Trampo. Bumm. Was zum Fick? Entschuldigung. Was ist jetzt passiert? Ach, dumm. Ach, mein Gott. Egal, wir haben es trotzdem noch geschafft. Bin dumm beim zweiten Trampolin runtergefallen. Hier gibt es keine versteckten Sachen mehr. Weil es halt echt noch so viele Precursor-Kugeln gibt, habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass ich noch ein bisschen was am Auslassen bin. Aber. Das kriegen wir schon hin. 35 haben wir immerhin, das passt auch absolut. Das geht auch klar, wenn wir nicht so viel haben. Na. Komm schon. Sag mal, ich bin nach oben. Hä? Jetzt, okay, das ist mal ein bisschen komisch, mit der an der Kante die Kante hängen. Dass ich nicht erkenne, dass ich einfach an der Kante mich hochziehen möchte und dass es eben gleich besetzt ist wie, wie das Abstoßen von der Kante. Das ist ein bisschen komisch. Aber kriegen wir alles geregelt. Als Dexter. Und jetzt gibt es hier die Zipline nach unten. Ich hoffe, dass jetzt hier die ganzen Rest, ja, hier sind die ganzen restlichen Precursor-Kugeln sein. Heißt, so viel habe ich gar nicht liegen lassen. Also auch die Mission hier. Ein voller. Hallo? Voller Erfolg, wenn diese eine ich jetzt hier nicht liegen gelassen hätte. Naja. Die Wanzen kommen, die Wanzen kommen. Wir müssen zum Kraftwerk. Steht hier irgendwo unser Scooter? Nee. Wo habe ich den denn abgestellt? Da vorne. Ja. Wir holen mal schnell zurück zum Kraftwerk. Das soll es aber schon für heute wieder gewesen sein. Hier in dieser kurzen, knackigen Mission, wie beim ersten Mal an der Baustelle. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Wenn euch auch dieser Part gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Wertung und auch gerne ein Abo da für weitere Dexter-Folgen, aber auch zu deutlich aktuelleren Spielen mache ich sehr gerne mehr Guides. Das, was ich hier gerade im Let's Play mache, mache ich eigentlich regelmäßig nicht. Sehr eine Ausnahme, aber ihr habt hier sehr viele Updates zu neuesten Spielen wie Assassin's Creed. Zum Beispiel, was Ende dieses Jahres wieder rauskommen wird. Also wenn euch das Ganze interessiert und ihr ein bisschen in Spielen, vor allem Story Games, ein bisschen auf Trab sein bleiben wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren für neuesten Content. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.